Wiesbaden, Deutschlands erste Barfußgängerzone eröffnet. Barfußlaufen ist nicht nur Doping für die Füße, sondern auch für das Gehirn. Das Schloss Freudenberg weiß dies schon lange und ist jetzt zum Vorreiter einer neuen urbanen Bewegung geworden. Mit der Eröffnung der ersten Barfußgängerzone setzt Matthias Schenk ein Zeichen in Richtung Umwelterfahrung und Bewusstsein. Längst gibt es einen Barfußpfad im Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, des Denkens und des Barfußdenkens. Das Konzept ist einfach und der Effekt hat Hand und Fuß, stellt Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gehrig fest, der zusammen mit Beatrice Dastes schenkt das rote Band für die erste Etappe durchschnitt. In den kommenden Wochen sollen alle Wiesbadener Quellen zu Barfußbädern umfunktioniert und an zentralen Punkten Schuhdepots aufgestellt werden. Alles, damit die Barfußgänger unbeschwert durch die Stadt flanieren können. Andere deutsche Großstädte wie Frankfurt, Hamburg und Berlin, aber auch Barfußaktivisten in London und Paris planen es den Wiesbadener schon bald gleich zu tun und wollen schrittweise ebenfalls Strecken für Barfußgängerzonen freigeben. Ein guter Weg.